Eine ganz kleine kurze Sache in Bezug auf die Sache mit der Randerscheinung. Das ist ja, wir können jetzt wieder ewig ausufern mit Welt wie ELD, wissen wir, heißt Brandopfer. Polarer Rand, wir haben das BR, das Äußere ist AND, ein Auf- und Abschwingen, wenn wir das hebraisieren, das sind ja nur so die Elementarerkenntnisse. Aber du kannst ein kleines Training machen für dich jetzt, du Geistesfunken. Egal wer du zu sein glaubst, disziplier dich einmal und beobachte, wenn du spazieren gehst, wenn du in der Stadt bist, wenn du beim Einkaufen bist. Ganz, ganz bewusst die Sachen, die in dir auftauchen, wieder verschwinden. Das sind Randerscheinungen. Ich nenne das immer Gedankenwelt. Dass du, mach jetzt eine raumzeitliche Sache, wenn du spazieren gehst, dann schaust du wohin und dann siehst du irgendwo einen anderen Fußgänger. Und dann musst du wirklich einmal fragen, wo war der jetzt, bevor ich den angeschaut habe? Der taucht in dir auf. Das ist ja deine Traumwelt, ist ja mehr oder weniger das, was dich einhüllt, dein neuer Körper. Der taucht in dir auf. Und dann schau wieder in dich rein und frag dich, inwieweit ist jetzt noch, dass der da außen ein eigenes Leben hat. Und dann gehst du weiter und dann fällt er wieder weg. Das siehst du ja nicht. Das ist immer wieder dran denken. Du kannst nicht beobachten, wenn sich was auflöst. Nein, Du siehst immer nur, wenn sich was, wenn was auftaucht neu. Das ist wie wenn sich was vor das bestehende Bild schiebt von dir aus gesehen. Und in dem Moment, wo ein Bild ist, kannst du dich fragen, was habe ich vorher angeschaut? Dann ist es aber auch jetzt der Hintergrund. Dann schiebt sich wieder was Neues davor und dann fragst dich wieder, was war's. Und du musst das zeitliche Denken loslassen. großes. Dann kommt das nächste Ding und dann fragst du dich, wo war das? Dann kann jetzt einfach mal reinschauen in dich. Inwieweit ist in mir noch der tiefe Glaube, dass ich, wenn ich an irgendeinen Menschen denke oder er taucht auf der Farbbrille auf, dass ich glaube, dass der vorher da außen ist und dann auch immer noch da außen ist? Das ist genau das, was du durchbrechen musst. Und es geht nicht, dass du das jetzt irgendeinen Gedanken von dir erzählst. Ich sage, wir reden hier von dem, was ewig ist, was wirklich nur Geist, roter Geist erleben kann, rotes Bewusstsein. Niemals irgendein Gedanke von dir. Es ist kein Unterschied, ob du jetzt auf der Farbbrille beim Spazierengehen irgendwo einer um die Ecke rumkommt, schon um die Ecke rumkommt. War der vorher hinter der Ecke? In mir. Das ist das Problem in einer Fläche. Das ist das Weißt du, wenn Problem. ich jetzt das so mache, pass auf, und jetzt lasse ich hinter der Hand einen Finger hervorkommen, ist das für dich vollkommen logisch, dass der Finger vorher hinter der Hand war. Ist der jetzt hinter der Hand? Ist ein logisches Konstrukt. Jetzt hast du schon wieder vergessen, dass du auf einen Monitor mit flackernden Lämpchen schaust. Da ist überhaupt keine Hand. Und was du auf der Farbbrille siehst, ist nichts anderes. Das sind die symbolischen Zäpfchen in deine ausgedachten Augen. Das sind die Rot-Grün-Blau-Zäpfchen, sind praktisch die Pixel auf der Farbbrille. Das sind alles nur symbolische Bilder. Die ganze Schulmedizin, der komplette Körperaufbau. Es wäre eine Welt für sich selber, das zu beschreiben. Und das ist wiederum nur ein winziger kleiner Teilbereich vom Heiligen Ganzen. Also macht er da gar keine Gedanken. Es geht nicht um die Filmwisserei, sondern um diese einfachen Beispiele. Und da kann man das richtig trainieren, dass du dir immer jeden Moment bewusst machst, was glaube ich noch und was kann ich überprüfen, was passiert wirklich in mir. Du kannst immer nur das überprüfen, was jetzt da ist. Ich sage, das, was jetzt da ist, sind Randerscheinungen. Alles von Du der weißt, Scheinung. dieser Rand ändert sich ständig. Das ist, wenn ich sage, jeder Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist das Brandopfer. Das ist die Welt. Das ist die Welt, die Opfer. Die Da habe ich Trickserie. dir heute ein schönes Update reingestellt. Welt ist nur ein polarer Rand, ein Brandopfer. Und jetzt wird es natürlich interessant, wenn wir jetzt das hebräische Wort Opfer nehmen. Das Wort, das hebräische Wort für Opfer, ist ja unser Korban. Und der Korban, das Opfer beginnt, da steckt der Schöpfer ja schon mit drin, mit den zwei Bündchen, der sich ständig selber opfern muss. Du musst eigentlich von Augenblick zu Augenblick deinen eigenen Körper opfern. Für den nächsten Augenblick. Das ist, wenn ich sage, dein neuer Körper ist deine ständig wechselnde Traumwelt im Hier und Jetzt. Oder Information. Und da jeder Moment jetzt auftaucht, aber auch jetzt vernichtet wird, bewegst du dich geistig eigentlich mit Lichtgeschwindigkeit und dadurch bewegst du dich nicht mehr von A nach B. Du setzt dich selbst in Bewegung. Genau. Du wirst jetzt ein bewusstes Automobil. So ist es. Ist interessant, Autos rot geschrieben ist das Selbst. Nein, nein. Mobi, Gestalt gewordene Augenblicke in mir. Mobile sind auseinandergeschmissen. Das ist das hier, das sind die Automobile. Das sind die Eigenaugenblicke, die du siehst. Und die Augen, AGN, sind wieder die Becken. Das sind die polaren Ecken, weil du jedes Mal in dieser Struktur, das, was du um dich herum verstreust, sind ja nur die Visionen in dir selbst. Die Öffnungen deines Intellekts erzeugt Visionen. Jetzt macht es Sinn. Und unser Korban, das Opfer, die ersten drei Buchstaben sind Kof, Resh, Bet. Das heißt,
eine affine polare Berechnung. Ja. Kofre spät. Und das ist jetzt interessant, dass das zuerst nochmal Schlacht heißt. Ein Krieg, ein Schlacht, ein Zerreißen grob. Und das ist auch das Wort für sich annähern, nahe sein. In einer weiteren Form auch das Innere, aber sich annähern und nahe sein. Ich habe das schon mal gesagt. Und jetzt ist das Nahsein, da steckt das Wort Nähen und das Wort Nahrung. Ja. Und jetzt denkst du dir wieder unsere Nulllinie und du denkst jetzt unseren Sinus als eine Spirale und dann hast du das Nähen, weil nämlich das Oben und das Unten zusammengenäht war zu einer Einheit. Das hier, das ist ein Akt des Zusammennähens. Drum ist dir das neu, weil du der Mittelpunkt bist. Und das ist aus 2 mach 1. Z wie Ei. Die Geburt eines doppelt aufgespannten Ei. Ei. Nichts. Aus 2 Z wie Ei, aus diesem doppelt aufgespannten Nichts, mach wieder 1. Immer 1. Ei in S. Ein nicht existierendes Bewusstsein. Genau. Aus 2 mach 1. Und jetzt, wenn man die Grundlagen hat, wird es sehr interessant. Und wenn man die noch nicht hat in der Vordersprache, dann rede ich jetzt irgendwie Chinesisch, obwohl ich Deutsch zu reden scheine. Das funktioniert mit allen, auch dann mit allen Sprachen der Welt. Ja. Aber wie gesagt, mach den Test, sagst du mal, mach dir bewusst, immer einfach bewusst, ich, rot geschrieben, ich, der dieses Leben erlebt, ich bin der Einzige, der immer ist. Ja. Und ich halte mich mehr oder weniger auf einer gewissen Bewusstseinsebene, so nenne ich das einmal, das sind jetzt unsere Oberwellen, wo ich zigfach darauf eingegangen bin. Ich halte mich da fest, wenn ich keine Veränderungen zulassen will. Wenn ich immer noch in die trügerischen Fallen meiner anerzogenen Logik reintappe. Diese einseitigen Ziele, diese einseitigen Wünsche, diese einseitigen Vorstellungen von richtig und verkehrt, von gut und böse. Das löst sich komplett auf und dann kommst du wirklich in den wirklichen roten Frieden, in die Glückseligkeit und dann erlebst du den Traum, so wie du Filme erlebst, wie du Romane erlebst. Und dann wird plötzlich alles gut. Du machst dich nicht mehr fest auf bloß schöne Filme. Auf bloß Sonnenschein, auf bloß Liebesfilme, das ist alles Blödsinn. Ist auch schön, aber nicht immer. Ja, das ist der ständige Wechsel, Gestaltveränderung. Das ist es, diese geständige Gestaltveränderung. Und dann ist es, dass du merkst, dass du noch unendlich viele andere Welten und Möglichkeiten aus dir herausdenken kannst mit komplexeren Programmen. Und da wächst du dann langsam hin. Das ist das, was ich dann das Chatdenken nenne. Aber es ist sinnlos, dir das zu erklären auf deiner jetzigen Bewusstseinsstufe. Jetzt tu dich zuerst einmal abnabeln, schneide dich zuerst einmal ab von dem alten Glauben. Ja. Und wie gesagt, oberflächlich lässt du das Leben ganz normal weiterlaufen. Mir geht es nur um den Beobachter, der das wirklich erlebt. Gedanken erleben nichts, Gedanken leiden nicht. Da wirst du merken, da hast du hart zu tun. Da kommt Kleinigkeit wieder im Leben und dich reißt dich komplett wieder rein in diese Struktur der Angst oder der Schmerzen. Und dann wirst du wieder merken, dass du schon wieder was los haben willst. Hm. Nicht haben willst. Hm. Und die Ursache für Schmerz ist nicht das, was du bisher als Ursache gesehen hast, sondern das Nicht-Haben-Wollen von dem, was in dir auftaucht. Das ist es. Ja, so schaut das Leben aus. Das muss dir mal gesagt werden. Lass mir das einmal gut sein. Ich mache mal da wieder aus, dass das nicht so lang ist.